Das euch alle. Ja, damit willkommen zu Wer weiß denn sowas, dem ersten Spiel. Heute mit Lars, Fabi und Sören und meiner Wenigkeit. Ich bin Robert und ich liebe Pizza. Wieso kommt das denn von Discord? Was denn? Du kommst von Discord. Der ganze Krach? Wie der ganze Krach? Ja, wir spielen ja mit dem Programm Parsec miteinander. Wir sind auch alle ein bisschen verwirrt, wie Parsec funktioniert. Aber Remote Play ist auf Steam ist auch so smooth, deswegen nehmen wir Parsec. Und wir spielen ja Team Bernhard gegen Team Elton. Also ich, Sören, wir haben es vorher ausgelost gegen mich und Fabi. Wir spielen irgendeine Show, keine Ahnung, wir legen auch mal los. Ich bin mal sehr gespannt. Ja, ich spiele mit Lars und Team. Ich bin Robert und ich liebe Pizza. Ich bin so Team Elton. Mit Katrin. Katrin ist Lars. Ja, hast du mich gerade gesagt, wie und Fabi? Echt, hab ich? Sorry, ich bin Sören, hab ich gesagt, aber egal. Wer weiß denn sowas? Herzlich willkommen Wer weiß denn sowas? Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wie gesagt, jetzt wussten Sie, meine Damen und Herren, dass Kängurus sich nicht rückwärts bewegen können? Wussten Sie das? Oh. Ja, wir spielen heute mit zwei wunderbaren Teams. Also bei dieser exquisiten Besetzung hat sich natürlich auch unser Publikum lange Gedanken gemacht, so, auf welches gucken, Team sollen Leute wir heute setzen, auf welche Seite sollen wir uns setzen. Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. Also, da funktioniert. Und das Team Elton. Ja, ihr habt ein paar Leute mehr. Wir haben auch heute wieder 12 Kategorien mit 12 Fragen, 500 Vagina haben. Euro für jede Deswegen richtige Elton Antwort mehr. Und einen Publikumsjoker haben wir gewonnen? Für beide Teams. Nein. Jetzt ja, das war's. Hier ist alle nach Hause. Die 12 Kategorien heute. Wie tippen wir? Clever, das Fragezeichen. Musik, Wunder der Natur, Essen und Trinken. Im Labor, Sonne, Mond und Sterne. Total genial. Hallo? Tierisch. Unser Körper. Ja, was denn? Damals. Was ist das schwer? Team, hinter dem sich nach? Mehr Menschen versammelt ist haben. Das, ist das überhaupt beginnen? Mein Computer hier? Welche Kategorie Nein, das ist denn ja das in der Programm. Was suchst du gerade, Lars? Was nehmen wir, Lars? Welches Thema? Ihr habt Zeit, ihr könnt euch jetzt schon besprechen. Alkohol. HW ist dran. Lars ist komplett da. Was wir nehmen. Ich muss heute mal leise machen. Wartet kurz. Ich weiß im Allen nix, ist das Gute. besonders weiß ich nix in Musik, weil ich keine Popmusik okay. höre. Aber der Rest ist okay. Dann nehmen wir damals. Damals, hör mal. Ja. Gut. Also, wir sind still. Die Längeneinheit Yard wurde in Großbritannien. Ich glaube, das kann sie ja nicht, wenn er was 1101 weiß. Das erste Mal festgelegt als A. Standardbreite englischer Burgzinnen. B. Klingenlänge des Kurzhandschwertes der königlichen Ritter. Oder C. Der Abstand zwischen Nasenspitze und Daumenspitze von Heinrich dem I. So. Jetzt einmal einen Publikumsjoker pro. Also nur einmal könnt ihr den anwenden. Dann fragt ihr Red Bull aus dem Publikum. Ansonsten müsst ihr euch jetzt besprechen. Wir können euch ja eh nichts klauen. Das heißt, ihr könnt euch ganz frei besprechen und dann einfach eine der Tasten drücken. Wir kriegen ja nicht dieselbe Frage. Also ihr sollt miteinander reden. Das wollte ich halt sagen. Ja. Es ist halt alles ziemlich absurd ein bisschen. Ich glaube nicht, dass die Klingenlängen von Kurzhandschwertern so genormt waren im 12. Jahrhundert. Glaube ich auch nicht. Höchstens die Standard, also die Standardbreite englischer Burgzinnen kann ich mir da eher vorstellen, dass die irgendwie halt standardmäßige Steine gehauen haben und dann gut, ja, das halt irgendwie, aber warum sollte man dann, also ist auch sehr random so. Ich wette mit dir, das ist sowieso das Dümmste. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Wahrscheinlich ist es C, weil Menschen echt fucking dumm sind. Der Kai nervt hier sehr, also lass euch heute nicht strengeln. Ja, ich ganz ehrlich, würde ich ausschließen. Du hast recht. Ja, das finde ich schwierig, dass man das so hart normt, zu der Zeit schon. Ja, wobei königliche Ritter sind ja jetzt auch keine 0815 Soldaten. Aber. Ja.
Es ist halt alles drei möglich, keine Ahnung. Können von mir aus das Dümmste nehmen. Und wollen der Dümmste ist raus. Ja. Der Dümmste ist raus. Muss einer von uns beiden A drücken. Die Katrin muss A drücken. Und dann nochmal um ein. Okay, wir haben C eingeloggt. Hier ist die Lösung. Ein Yard misst heute in etwa 0,9144 Meter. Das hätte ich zum Beispiel eher gewusst. In denen sich das metrische System nicht durchgesetzt hat, wie in den USA, ist das Yard auch heute noch eine relevante Längeneinheit. Beim American Football zum Beispiel wird das Spielfeld in Abschnitte zu je 10 Yard eingeteilt. Seinen Ursprung hat die Einheit in Großbritannien. König Heinrich I. legte im Jahr 1101 fest, Menschen dass ein Yard so lang sein soll, wie der Abstand zwischen seiner Nasenspitze und seiner Daumenspitze bei ausgestrecktem Arm. Tobi, das hätte ich gewusst. 500 Euro, wie machen wir weiter? Easy Money. Also ganz kurz, weißt du, sowas ist komplett der Witz, wie viel Geld ihr am Ende habt, weil ihr könnt am Ende alles verlieren. Deshalb. So. Ja. Wo siehst du dich? Also Labor bin ich ganz schlecht, weil ich hatte nie die Fächer. Mond und Sterne. Du willst Astronomie? Yes. Okay, ich vertraue dir. Ich habe sehr viele Dokus geguckt. Die Frage eben hätte ich auch aus der Doku geguckt. Welches seltene Naturschauspiel wird am 8. September 2040 am Abendhimmel zu beobachten sein? A. Vorbeiflug des Halleischen Kometen an der Erde. Warte. B. Polarlichter über dem Mittelmeer. Oder C. Fünf Planeten, die Sonne und der Mond. Ich glaube, das ist der Halleische Komet. Warte, wann war der? Der war in den 70ern. Der einzige Warte. Hä? Das ist so eine Fake-Frage. 2040 gibt's die Erde gar nicht mehr. Stimmt auch wieder. Wie gesagt, wir dürfen logischerweise nicht nachgucken, müssen uns selber überlegen. Ich weiß auch nicht, wann der war. Der war irgendwann auch schon. Ja, aber dass der nochmal vorbeikommt, ja. Polarlichter über dem Mittelmeer. Wäre krass. Also ich glaube, ich würde B oder... Ich glaube, der Halleische Komet ist später als 2040. Ich glaube, der war erst relativ kurz. Den habe ich knapp verpasst, so geburtstechnisch. Also ich hätte ihn auch als Baby nicht sehen können. Ich glaube, der war irgendwie alle 80, 90 Jahre oder so. Das ist nicht Polarlicht über dem Mittelmeer. Macht keinen Sinn. Ich glaube, es ist C. Genau eine Reihe. Und zwar eine Kira. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? C oder B. Ich weiß es ehrlich gesagt. A schließe ich aus. B macht Polarlicht über dem Mittelmeer. Das, was soll daran verändern? Oder so irgendwelche Sonnenstürme? B oder C. Was sagt dein Bauchgefühl? Ich sag, also du musst eher auswählen, du bist Robert, aber ich glaube, es ist, ja doch, lass sie halt nehmen. Ich wäre auch nicht sicher, ja. B wäre halt krank. Ja, also. Ich hoffe echt, dass es C ist, weil das würde ich gern sehen, weil das verstehe ich nicht ganz. Soll ich einloggen? Ja, log ein. Komm. Ja, also wir loggen C ein, wir schauen, ob das auch wirklich, wirklich, wirklich stimmt. Weil nicht alle Planeten in einer Ebene um die Sonne kreisen, können sie nicht wie Perlen auf einer Schnur aufgereiht sein. Es ist aber möglich, dass sie, von der Erde aus betrachtet, in etwa derselben Blickrichtung stehen. Astronomen haben ausgerechnet, dass am 8. September 2040 die Planeten Saturn, Jupiter, Mars, Venus, Merkur und auch noch der Mond und die Sonne in etwa eine Reihe bilden werden. Wie es wieder bei mir leckt. Ich finde sowas saugeil. Ja. Also Polarlichter macht halt keinen Sinn, weil dann wären wir ziemlich am Arsch, wenn unser Magnetfeld so abgefuckt wäre. So, und A, glaube ich, dass das später ist. Das wird dann später nachgucken. So. It's me. Catherine. Ich glaube, der war in den 70ern und 80ern. Fragezeichen kann alles sein, übrigens. Ja, hast du auf was Bock? Wenn, dann vielleicht Wunder der Natur, ansonsten wäre es mir egal. Ich wäre jetzt auch bei was Naturwissenschaftlichen gewesen. Bei Wunder der Natur, tierisch. Oder Tiere. Vorm PC gerade. Verstehe ich nicht. Was ist das Besondere an dem Vulkan Kawa Ijen auf der indonesischen Insel Java? Seine Lava ist eiskalt, sein Auswurf leuchtet blau oder es ist der kleinste Vulkan der Welt? Oh.
kleinste Vulkan der Welt. Das ist ja jetzt Definitionssache. Also, was ist denn ein Vulkan? Schicht- und Schildvulkane. Die einen sind flach und die anderen sind diese V-förmigen. Gerne. Vulkaniten und Vulkantiten. Genau das. Also B würde mich nicht verwundern. Ich mag Dinge, die blau leuchten. Die machen zwar nicht viel, aber die leuchten blau. Das Problem ist, es gibt wirklich, ich weiß, dass es einen Vulkan gibt, der blau leuchtet, also dem seine Lava und sowas blau ist. Aber ich weiß nicht, ob das der ist. Naja, aber es macht das Ganze aber recht wahrscheinlich. Wenn du weißt, dass es so einen Vulkan gibt, dann ist das ja schon mal nicht schlecht. Und Kaba Ichen klingt jetzt auch nicht nach einem Namen, den du dir merken würdest. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Nee, ich schon mal gar nicht. Ichen vielleicht. Lava ist Eis... Also, du musst ja eh wählen. Lava ist eiskalt, keine Ahnung. Ist es dann überhaupt noch Lava oder ist es dann Magma? Was würde Angrosch dazu sagen? Ja. Und keine Ahnung, der kleinste Vulkan der Welt... Wieso sollte er unbedingt da sein? Wieso ist er nicht in irgendeinem, keine Ahnung, Marianengraben-Bullshit oder so? Vor allem klein, also... Wieso sollte man... Wer hätte ein Interesse daran, den kleinsten Vulkan der Welt zu finden? Kleinste Vulkan der Welt baue ich mir selbst. Besonders. Also wir können auf Risky gehen mit dem leuchtet blau. Wie viel Joker haben wir? Nur einen. Weiß ich nicht. Nur einen? Ja, dann lass es B nehmen. Ja? Ja. Okay. Ich finde B auch am realistischsten. Wir haben B eingeloggt, aber die Frage bleibt, A, B oder C? Was anderes. Ja, macht ja nichts. In der östlichen Provinz der Insel Java steht der Vulkan Kawa Ijen. Gerade in der Nacht lässt sich hier ein besonderes Naturschauspiel beobachten. Oh. Große blaue Flammenausbrüche schießen hoch in den Himmel. Doch was als blaue Lava bezeichnet wird, ist in Wirklichkeit kein Magma, sondern eine chemische Reaktion. Der heiße Schwefel reagiert beim Austritt an die Oberfläche mit Sauerstoff, der sich sofort zu einer blauen Flamme entzündet. Geil. Kann man machen. Sehr gut, Fabi. 1000 Euro auf dem Konto. Nächste Kategorie. Alles klar. Robert auf Wählen, also du so. Robert. Was sagst du? Also ich würde... Gute Frage. Also total genial und clever sind so Dinge wie... Ne, wie macht man Trick 17 Dinge? Clever und total genial. Unser Körper, ja, keine Ahnung, kann ich nicht. Musik habe ich auch, kommt auf die Frage an, wenn er jetzt irgendwelche Classical ist halt mal... Tiere ja, sehen. Komm, lass hier gelähmt, ja. Das wollten wir nehmen. Genau, nehmen wir in einen Wechsel. Der zoologische Name A des Brillenbären ist A. B der Brillenschlange ist naja, naja. Oder C des Brillenpinguins ist Oja, Oja. Hä? Ich hab nie gehört. Ich glaube, Schlange war Schlange naja? Nee. Ich meine, ich kenne diese Frage, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich sie wirklich kenne, weil ich glaube, dann ist es A, wenn ich sie kenne, aber I don't know. Ist Bär, dann müsste ja Bär, aha, aber nee. Oh ja, ist halt auch lustig. Gibt es überhaupt eine Brillenschlange? Ja, nee, eben nicht. Ich glaube, die Brillenschlange ist verarsche. Brillenschlangen sind auch eher so, naja. Brillenschlangen sind Leute, die Brille tragen. Oh. So, Brillenbären gibt's und Brillenpinguine auch. Deshalb. Der Pinguin könnte es natürlich auch sein, weil Brillenpinguin kann ich. Also, wenn ich Brillenpinguin denke, kann ich mir auch gerade vorstellen, wie der aussieht, weil ich den kenne. Beim Brillenbären wüsste ich gerade gar nicht, wie der aussieht. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Jetzt sei still. Halt die Fresse! Könnt ihr euch mal entscheiden, hallo? Rosencrantz, Alter. Also ich glaube, also oh ja, also Bär ist nicht aha, also das macht keinen Sinn. Aha, das wäre auf jeden Fall... Es muss aber sein.
Ist ein Brillenbär überhaupt ein Bär? Ja, die... Was will der Angeräusch dazu sagen? Also ich tendiere zwischen B und C und ich habe das Gefühl, es ist entweder das Bekloppteste, ich tendiere zu B. Ich sag, B ist, weil glaub ich, auch so aber B ist, glaube ich, ein Troll. Weil man nennt ja Leute, die eine Brille tragen, Brillenschlange. Das ist doch kein Ziel. Ja, aber vielleicht kommt's. Ich glaube, es ist, also ich würde, also mein Bauchgefühl sagt mir, plus ich glaube, naja, ist am nächsten, oh ja, ist nicht Pinguin die Abkürzung, das macht. Ja, es kann sich auch vom, keine Ahnung, vom Inuitischen ableiten. Ja, dann wäre es ja nicht, zoologische Namen sind ja Latein. Latein, ja. Also ich, mein Vote geht für B. Was sagst du, aber B kannst du... Weit hergeholt, also es ist, aber... Weil ich glaube, was heißt denn Bohr? Hat das auch, haben alle dann Schlange mit Naja drin? Oh, yes. Warum gibt's das? Gibt's ein DLC mit Schlangen für so oder Also ich weiß also, echt nicht. Ich würde C rausnehmen, weil oh ja, es klingt für mich irgendwie. Naja, Naja. Klingt schlangig. Also A oder B. Du kannst entscheiden. Ich wäre mein. Ich tendiere zu B. Naja. Oh ja, oh ja. Ja, okay, komm, wenn du sagst B. Ja. Ich weiß es halt nicht. Ja, komm. Wir probieren es aber aus. B ist eingeloggt. Dann schauen wir uns Bär das an. Wir haben die Lösung für Sie parat, meine Damen und Herren. Ja, guck, oh ja, das ist definitiv. Die Bienen sind niedlich. Hä? Warum freuen wir uns? Kommt aus dem Swimiscus. Ich freue mich schon von der Spoiler. Tauchender Pinguin. Trematos ornatus ist eine griechisch-lateinische Namensherleitung und bedeutet, grob übersetzt, geschmückter Bär, vor dem man zittern muss. Neuhochdeutsch Brillenbär. Der zoologische Name Naja geht auf das Sanskritwort Naja zurück genau, und Naga bedeutet und ganz einfach okay. Schlange. Die Naga und von eine der giftigsten Warcraft. Schlangen ist die oh Naja, Brillenschlange. Natürlich, die heißt Brillenschlange, okay. Das ist gut so. Wenn ich jetzt gewählt hätte, wäre kackt an sich. Oh, hätte ich mal einen Warcraft gedacht. Ja, jetzt ein bisschen Zeit, euch die nächste Kategorie auszusuchen. Bis jetzt mal Clash auf. Ja. Lars, sehe ich bei Essen und Trinken. Irgendeine Idee? Hä? Besonders bei Trinken. Ja, von mir aus. Essen, Trinken? Ja, können wir nehmen. Ich glaube, da sind wir beide gut drin. Der Kater nach einem feuchten... Guck mal da, Lars hat eine Frage. Ist wow. Anschließend, wenn A. ausschließlich sahnige Cocktails getrunken wurden, B. überwiegend dunkel gefärbter Alkohol getrunken wurde oder C. vornehmlich Getränke ohne Kohlensäure getrunken wurden? Man hört Elton. Ja, dann Lars, bitte. Deine Frage. A mache ich nicht. B mache ich. Ja. C mache ich eigentlich. C kann ich mir nicht vorstellen. Hä? Was soll denn Kohlensäure dazu beitragen? Wer trinkt denn Alkohol mit Kohlensäure, Maschallah? Ja, ist in Energy nicht auch Kohlensäure drin? Mit Wodka E? Energy Kohlensäure drin? Ja, okay, das prickelt in meine Bauchnabel auf jeden Fall. Aber ja, Energy trinke ich jetzt auch nicht, vor allem nicht mit Alk. Auch nicht. Oh. Hört man, dass du keine Kohlensäure konsumierst. Nee. Darum. Also dunkel gefärbter Alkohol klingt schon mal nicht so dolle. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es genau diesen einen Farbstoff gibt, mit dem man Alkohol dunkel färbt, der für Kater sorgt. Sahnige Cocktails. Was zählt denn unter vornehmliches Getränk? Ist das so eine Art Bier oder vornehmlich ist quasi hauptsächlich, überwiegend. Genau. Wenn hauptsächlich Getränk ohne Kohlensäure getrunken wurden. Also?
keine Ahnung, wahrscheinlich macht Kohlensäure irgendwelche wilden Chemiesachen in deinem Bauch und dann geht's dir besser oder so mit Alkohol, keine Ahnung, weil du den Alkohol wieder rausrülpst, keine Ahnung. Geht ja darum, wann der Kater am schlimmsten ist, ne? Ja, ja, aber deswegen, wenn man Kohlensäuregetränke getrunken hätte, hätte man nicht so einen schlimmen Kater. Aber ich kann mir nicht vorstellen, also ich, wie gesagt, ich trinke eigentlich keine Getränke mit Kohlensäure und ich glaube jetzt nicht, dass es mir so viel besser gehen würde, wenn ich mir noch Sprudel rein, also gut, Wasser ist immer gut, aber Sprudel jetzt mit Kohlensäure reinballer, weiß ich jetzt nicht. Also wenn ich jetzt mal so von der allgemeinen Masse heutzutage ausgehen würde, würde ich A sagen. Ich würde wahrscheinlich auch A sagen, weil sahnige Cocktails, da lasse ich einfach auch komplett die Finger von, weil die einfach eklig sind. Immer diese harte Partynacht und mir geht so scheiße danach. Also, wie gesagt, C könnte halt die Kohlensäure könnte halt irgendwelche wilden Chemiesachen in dir machen, dass der Alkohol dich nicht so hart trifft. B könnte halt sein, dass das auch irgendwie Chemiegedöns ist, dass sich das in dein Brain ballert. Aber so aus dem Gefühl raus würde ich A sagen. Wenn ich die Wahl hätte zwischen diesen drei Getränken Gattungen, dann würde ich auf keinen Fall A trinken. Das sagt meine Bundeswehrerfahrung. Sehr gut, dann stimmt das so und dann nehmen wir Y, also A. Wo ist Y? Ja. Tricksen. Hardy. Ich drücke mal testweise B. Ah, B geht. Jetzt. Antwort A. Okay, klar. Wir haben es eingeloggt. Gucken wir doch mal auf die richtige Antwort. Der morgendliche Kater lässt den feuchtfröhlichen Abend schnell verblassen. Und der Kopfschmerz fällt, laut einer Studie der amerikanischen Brown University, umso heftiger aus, je mehr Aceton, Acetaldehyd, Tannine, Furfurale oder Fuselöle in dem Getränk enthalten waren. Fuselöle. Diese sogenannten Begleitstoffe kommen gehäuft in Whisky, Rotwein oder Bockbier vor, also dunkel gefärbten Getränken. Ja. Wie gesagt, wilde Chemie in dunkel gefärbten Alkohol. Nächste Kategorie. Okay. Also Musik. YOLO Musik. Okay, meinst du jetzt, wir haben, sie haben eine verkackt, das können wir auch eine verkacken, also die Musik. Ja, okay. Der Eurovision Song Contest von 1974 durfte in Italien erst 5 Wochen nach der Aufzeichnung ausgestrahlt werden. Da erinnere ich mich dran, ja, ja. A, der Tag, auf einen hohen Kirchenfeiertag fiel, B, das italienische Fernsehen in Generalstreik ging oder C, erst ein neues Scheidungsrecht verabschiedet werden sollte. Die Thema hat doch gar keinen Sinn. Könnt ihr euch mal entscheiden? Okay. Neues Scheidungsrecht hat doch nichts mit Song-Contest zu tun. Da passt B und B und A eher. Ja, aber das eine Woche stimmt, dass das am Wochenende ausgestrahlt werden muss und am Wochenende war Feiertag und früher war das böse. Generalstreik ging. Böse, wenn diese Menschen singen, das darf nicht bei Gott passieren. Ja. Ich meine, erst neues Scheidungsrecht, das könnte so ein Thema gewesen sein, dass sie gesagt haben, jo, unsere 2-3 Fernsehsender dürfen sich nur darauf auf Nachrichten fokussieren. Ach, auch. Du, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich hätte jetzt wenigstens irgendeine halbwegs wissensbare. Aber wer weiß denn sowas, wenn man nicht in Italien, aus Italien kommt? Sie haben den Sinn der Sendung erfasst. Richtig, wer weiß denn sowas? Ja, die anderen gingen ja noch. Ja, aber es gibt viele solche Fragen, aber vergessen nicht, du weißt es halt schon. Es war bisher mal oft, als das Quatsch ist, aber der Scheidungsrecht ist zu. Haben die gestreikt oder was? Das Simpelste ist B. Tatsächlich. Dann nehmen wir A. Oder willst du B? Du kannst, also mir A oder B? Also B wäre irgendwie zu einfach, deswegen denke ich, dass es das nicht ist. Nimm A. Nimm mal A. Wenn es jetzt B ist, ärgere ich mich. Weil das war so der erste Gedanke von mir. Wir werden es sofort überprüfen. Am 6. April 1974 sang Gigliola Cinquetti den italienischen Beitrag Sea beim Eurovision Song Contest in Brighton, den aber mit Waterloo gewann. Im italienischen Fernsehen wurde der Wettbewerb an diesem Tag aber nicht ausgestrahlt. Dazu kam es erst am Abend des 12. Mai.
Denn an diesem Tag fand ein Referendum über das Scheidungsrecht statt. Der Balladentitel, so befürchteten Politiker, hätte die Abstimmung durch die vielen Cs, also Ja, ja deshalb, oh Gott. Also man muss manchmal echt das Entfernste nehmen, anscheinend. Nächste Kategorie. Gut, jetzt sind wir wieder even. Ja, Lars, was denn? Ja, ich... Okay. Ich bin clever. Ich bin aber auch sehr an Menschen interessiert. Ich finde, wir müssen jetzt mal was mit Menschen nehmen. Entweder unsere Körper oder wie ticken wir? Psychology, da sehe ich keine Zukunft für mich. Abi? Oh no. Ja, Lars. Abi, bist du da? Ich muss jetzt alleine lösen. Gib mir ein Zeichen. Sind wir schon wieder dran? Ja. Sorry. Was mit Menschen? Unser Körper? Oder ja, wie ticken wir? Machen wir unser Körper, komm. Nice, ich mag Körper. Richtige schöne Kadaver. Das in großen Mengen in tierischen Produkten enthaltene Vitamin A. A transportiert Eisen ins Blut. B unterstützt den Aufbau des Bindegewebes. Oder C kann bis zu 2 Jahre im Körper gespeichert werden. Ja. Was sagt dann, Leute? Ja, Da ist keine einzige Frage dabei, wo man gleich sagt, ey, das weiß ich. Also ich doch, die von denen die erste hätte ich sofort gewusst. Ich. Ich bin Yard. Ich tendiere zu A. Mit Vitamin A. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das verwechsel. Vielleicht war das auch Vitamin C, aber irgendein Vitamin A, B oder C oder vielleicht war es auch D, sorgt auf jeden Fall für eine gute Eisenaufnahme. Das ist wichtig halt für Vegetarier, Veganer und so, dass die das in Kombi nehmen mit Eisenpräparaten, dass die das auch gut aufnehmen und nicht wieder ausscheiden. Ja, ich hab's Eisen war... Aber was ist denn da drin? Weiß nicht. Was für ein Vitamin? Alle. Alle, ja. Keine Ahnung, B könnte halt sein. Vitamine machen crazy shit. Also ich würde C komplett ausschließen, weil ich habe nie gehört, dass ein Vitamin C irgendwie besonders lange im Körper bleibt. Es geht ja auch um A, aber ich glaube auch nicht, dass man Vitamin so lange im Körper speichern könnte. Wo und warum? Was hätte das für einen biologischen Zweck? Ich meine, Eisen war, glaube ich, Vitamin C zuständig. Also wir können es so machen wie mit dem Vulkan. Ich bin mir safe sicher, dass irgendein Vitamin A, B, C oder D, die Eisenaufnahme fördert. Und die ist halt echt wichtig. Und sehr gut kann es A sein. Ich glaube, C ist es nicht. Also Vitamin C. Das wird jetzt verwirren. Sondern es war wirklich Vitamin A, glaube ich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es ist so, ich bin mir zu vielen Prozent sicher. So Tasten für schnippische Zwischenrufe. Könnt ihr vielleicht entscheiden. Fabi, du müsstest dann drücken. Wenn du keine andere Meinung hast, würde ich A nehmen. Ich bin mir nicht sicher, weil ich glaube, Vitamin C war für Eisen, aber... Oh Mann. Kann auch sein, dass es doch Vitamin C war, aber es ist halt... Verdächtig passend auf jeden Fall. Wie gesagt, eines der Vitamine sorgt für gute Aufnahme. B kann halt locker alles sein. Das kann halt Vitamin A, B, C, kann alles beim Bindegewebe helfen. Ist nie verkehrt, glaube ich. Ich hätte gedacht, für sowas keinen Joker benutzen. Nee, das weiß wahrscheinlich auch keiner. Die werden wahrscheinlich auch zwischen A und B tendieren oder so. Außer da sitzt jetzt irgendwie ein Mediziner oder Ernährungswissenschaftler. Das ist halt random, was die Typen nennen. So. Ja, wahrscheinlich sagen die einfach nur, ich wollte Fernbeh. Ich habe mal ein Doku darüber gesehen, so eins zu antworten. Ah, komm.
Machen wir es einfach. Ihr habt A eingeloggt. Wir überprüfen das jetzt. Wir lösen es jetzt auf. Über die Nahrung gelangen 13 verschiedene Vitamine in den Körper. Viele sind wasserlöslich und werden im dünnen Darm direkt in den Blutkreislauf befördert. Bitte nicht C, bitte während nicht C. Wenn sie keinen festen Lagerplatz haben, ist das bei fettlöslichen Vitaminen anders. Dazu zählt das für das Sehen sowie Haut- und Knochenbildung wichtige Vitamin A. Dieses lagert sich in der Leber ab. Je nach Bedarf kann der Körper hier darauf zugreifen, denn Vitamin A kann bis zu 2 Jahre Krass. Gespeichert werden. Echt? Also es bleibt bei 1.000 Euro. Ich weiß, dass man Vitamin A zum Muskel aufbauen braucht. Ich dachte erst, meinen die B für Muskelgewebe? Okay. Das belastend. Robert, dafür hin. Ja, jetzt haben wir nur noch Sachen übrig, die alle komisch sind. Wie ticken wir? Wir könnten auch mal random das Fragezeichen nehmen und gucken. Ja, Junge, oder? Ja, komm, erst mal. Wir sind nämlich, wir bringen hier Entertainment ins Format. Was ist Robert, für Feuerwanzen laut Forschern der Harvard University ein Quell ewiger Jugend? A. Philippinische Fernsehshows. What? B. Amerikanische Magazine. Oder C. Deutsche Volksmusik. Alter, wie Feuerwanzen die deutsche Volksmusik hören, feier ich ja. Ich meine, ich glaube, das ist eine Fangfrage. Feuerwanzen. Also es ist so Fernsehshows irgendwie, dass sie irgendwie in den Videokassetten leben und da irgendwie die Sachen rausnehmen, die amerikanischen Magazine irgendwie im Papier. Ja. Deutsche Volksmusik. Quell ewiger Jugend. Da fuck ist das. Die leben in den riesigen Tubas von Volksmusik. Wollen wir zu einer Frage auch einfach den Joker nehmen und die versuchen gucken, was passiert? Wir können auch einen Vorgang nehmen. Wir haben den halt einmal. Einmal müssen wir ihn halt sollten wir ihn eher einsetzen. Also ja, komm. Aber das ist Metagaming, weil ihr wisst, dass das Spiel euch eine Antwort gibt, aber eigentlich wird da keiner sitzen, der so einen Scheiß weiß. Das Ding ist aber, Lars, das ist auch 50-50, ob die, was die sagen, stimmt. Ja. Weil der Joker ist nicht instant 100 richtig, so im Echt auch. Genau, und außerdem gibt's Dokus über alles oder so Fun Fact Webseiten, Leute. Ihr euch jetzt mal entscheiden. Wer glaubt hier helfen zu können? Ich hab nichts gedrückt. Ich hab gedrückt, weil du es gesagt hast. Steht mal bitte kurz auf. Es können auch mehrere sein. Vorhin hast du gesagt, ich bin auch dafür. Wir fragen jetzt aber das Publikum. Okay. Auf wen wollen wir nehmen von den Dudis? Ja, den. Ah, du musst wählen. Du musst wählen. Nehmen wir den, der hat einen Anzug an, der ja, gibt sich Mühe. Nehmen wir mal den. Du glaubst, die richtige Antwort zu wissen? Ja, ich glaube schon. Antwort B müsste eigentlich richtig sein. Ja, darüber habe ich irgendwie schon einmal was gehört. Ich würde auch B nehmen, weil mir das für mich das auch am meisten Sinn macht. Okay, lock's einfach ein. Kann das wirklich sein? Wir können nicht mal entscheiden. Forscher das ist auch in der Show so. Die waren erstaunt, als sie entdeckten, dass einige der untersuchten Feuerwanzen einfach nicht erwachsen wurden. Sie blieben im Larvenstadium. Der Grund? Die Insekten nahmen eine Substanz auf, die die letzte Häutung zum erwachsenen Tier verhindert. Diese Substanz stammte von der Balsamtanne, einem Baum, aus dem in den USA Papier hergestellt wird. Der kuriose Grund für die Käferjungkur lag auf dem Boden der Petrischalen. Die Feuerwanzen wurden nämlich auf eben diesem Papier amerikanischer Magazine aufbewahrt. Krass. Bleiben Sie aber ewig jung. 500 Euro oben drauf, 1500 sind Easy. Auf eurem Konto. Yep. Ja, das war eine Zeitung und keine Magazine. Schiebung. Bernhard ist halt einfach. Bernhard. OP. Okay. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall irgendwas Weirdes. Wir können noch wie ticken wir nehmen. Total genial, clever. Ich würde ihn auf jeden Fall im Labor lassen. Damit haben die bestimmt Spaß. Ja. Garantiert. Was ist denn total genial eigentlich? Das halt zu hören, wahrscheinlich weiß. Random Shit wahrscheinlich einfach. Ja, wahrscheinlich so 1817 hatte der Forscher 2 verschiedene Paar Schuhe an. Warum und welcher Wockentag war es? Oder womit kann man seinen Auspuff von Feuerwanzenbefall befreien? Ja. So harte Füße sind die Frage jetzt auch wieder nicht. Nee, überhaupt nicht. Das sind einfach echt Fragen, wo wir gehört haben, Tubek was kann. Ja, man kann auch über Feuerwanzen im Auspuff was gehört haben. Was hilft gegen Fußgeruch? A. Deine Mutter. Socken mit frischen Zwiebelringen tragen. B. Morgens die Füße mit einem dünnen Film Avocado eincremen. Oder C. Täglich frisches Mehl in die Schuhe streuen. A.
Ja, von mir aus. Wenn das TikTok stimmt, was ich letztens gesehen habe. Hä? Mein Y geht wieder nicht. Ich muss erst wieder B drücken. Nee, B geht auch nicht. Hallo? Du Lappen. Bin ich im falschen Fenster? Hallo? Hallo? Ja. Insel genommen. Sehr gut. Antwort Fabi, ja, hat sich schon gesehen. Let's go. Ja, wenn Fabi das sagt, dann also ich hätte wahrscheinlich Spee genommen. Zwiebelringe sind lecker. Man eh keine Ahnung hat, sondern irgendwie. Festes Schuhwerk und Wärme fördern das bakterielle Klima und lassen so unangenehm. Zwiebelringe sind, also Zwiebeln sind antiseptisch. So. Gegen ja, diesen Sprengluft helfen tatsächlich frisch geschnittene Zwiebelringe. Mit Socken über Nacht getragen bewirken sie wahre Wunder. Alle Gifte und Chemikalien, mit denen der Körper in Kontakt kommt, werden durch die Zwiebel aus dem Fuß herausgezogen. Und der entstandene Zwiebelgeruch verschwindet ganz einfach nach der morgendlichen Dusche. Das heißt, ich muss dann mit Socken duschen gehen? Aber wer schläft denn mit Socken? Welcher Barbar? Noch drei Kategorien haben wir zu spielen. Aber ich bin Robert, ich liebe Pizza. Also ich werfe im Labor, ne? Weil das wollen die unbedingt, das müssen wir dem wegnehmen. Das Ding ist, selbst wenn wir jetzt mit Ticken oder Clever nehmen, haben die immer noch die letzte Wahl, weil die als erstes dran sind. Also die können uns im Labor auf jeden Fall lassen. Also wenn sie auch. Deswegen, jo, hau rein im Labor. Jetzt kommt so eine easy Frage. Jetzt hätten wir jetzt Publikum gefragt. Welche Kugel springt am höchsten, wenn man sie... Ach, das ist Physik, das ist doch nicht Labor. ...eine Stahlplatte fallen lässt. A, eine Holzkugel, B, eine Stahlkugel oder C, eine Glaskugel. Welche Kugel springt am höchsten? Also. Ja, Sören. Auf eine Stahlplatte. Stahl auf eine Stahlplatte macht Klonk. Er ist ja Impulserhaltungsgesetz und all sowas da drin. Jetzt ist die Frage, also ich vermute, die sind alle gleich schwer und gleich groß. Die Stahlplatte schmeckt auch immer gleich. Das hat er die größte Federung davon. Genau, ne? Und deswegen ist halt die Frage. Die Frage, also die Stahlkugel ist am dichtesten. Danach Glas, dann Holz. Aber hat die Dichte was damit zu tun? Ich glaube ja, je dichter es ist, weil je voller ein Fußball ist und je mehr Luft drin ist und je dichter ist, desto weiter springt er. Die Frage, ob könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Also Stahl gegen Stahl finde ich irgendwie. Also, ich glaube nicht, dass es da groß weit fliegt. Warum nicht? Stahl gegen Stahl ist auch nicht sehr effektiv. Ja, wir haben sie nicht penetriert. Das war ein Abpraller. Wir haben nur eine Delle. Ja, ich aber... Also klar, es gibt auch ein richtig elastisches Metall, aber... Kommt auch auf die Glaskugel an, es könnte auch eine Fangfrage sein und das Glas knallt auf den Boden, also es kommt auch aufs Glas an. Genau, und also die Glaskugel fallen, jetzt kann ja auch das splittern, also... Holz halt auch. Ja. Aber hör mal nicht rein. Holz, ich meine, Holz könnte auch Pappe sein, das ist ja technically Holz. Gerade, wenn ich irgendwas. Das ist nur eine Meter Höhe. Ich mir kurz überlegen. Ich habe nicht mal so ein spontan einfach so, ja, komm, nee, lass das aber nehmen, ich bin mir sicher, so, nee. Ich glaube A oder B, ehrlich gesagt. Also es kommt auch auf die Oberflächenspannung. Also es sind so viele Sachen, die das sein können, wo ich nicht genau weiß. Weil, also nochmal, wie das mit dem Bounce ist. Es ist ja so, dass irgendwas auf den Boden prallt, der Impuls geht dagegen, merkt, dass es nicht weiter kann, geht wieder nach oben. Jetzt ist die Frage, wenn es nach oben abprallt, weil das untere härter ist. Ich habe keine Ahnung, ich bin gerade nicht sicher, wie in dem Fall das mit Abprallen ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel so überlege, wenn ich jetzt irgendwie
im Garten bin und ein Stück Holz fallen, dann springt es hoch. Aber wenn ich eine Gartenschere irgendwie draufknallen lasse, geht die auch gut ab. Ne? Aber Glas habe ich überhaupt keine Ahnung, weil so Glaskugeln hasse oft selten feste Sachen. Also ich finde C ist, wenn wir die einfach sagen C, weil die Regel dieses Dings ist so absurd, dass man denkt, Glas springt, sondern zerspringt eigentlich, könnte man auch C sagen. Also ich habe keine Ahnung. Ich finde die Frage auch schwierig, aber ich habe auf jeden Fall eine Mutmaßung. Mhm. Mal zum Beispiel Murmeln, ne? Murmeln sind ja auch Kugeln. Die prallen ja auch, aber man nimmt ja auch Glasmurmeln. Also, ja. Weil mit Murmeln spielt man ja, die sollen ja springen beim normalen Murmelspiel. Aber was macht die Stahlplatte jetzt halt damit, ist die Frage. Nehmen wir C. Nehmen wir C, weil es von den Murmeln leite ich mir das jetzt halt ab. Jupp. Ihr sagt C. Ich würde sagen, dass es B ist, weil B, also weil Stahl sich am wenigsten deformiert und deswegen mehr Energie erhält. Holz lässt sich relativ leicht deformieren. Beim Aufprall wird somit ein Teil der Energie in Wärme umgewandelt. Und Glas trägt beim Stoß Mikrowellen, die einen Teil der Energie aufzehren. Wenn Stahl auf Stahl trifft, dann handelt es sich um einen inelastischen Stoß. Die kinetische Energie wird also besser erhalten und die Kugel erreicht daher eine größere Rücksprunghöhe. Ich doch. Also war ich anfangs richtig, aber dann muss ich nicht. Manchmal ist die einfachste doch die richtigste. Es ist halt mehr so ein bisschen. Ja, ne, also umso härter die Kugel halt, umso weniger deformiert sie sich halt beim Aufprallen und erhält halt die volle Energie und dann ist es halt, wie Sören sagt, der Energieerhaltungsgesetz. Gut. Okay, auf in die Psychologie. Oder? Oder willst du clever machen? Was würden bei clever dran kommen? Random Shit. Fragen über uns. Wie ticken wir klingt halt ein bisschen nach Psychologie oder so. Das klingt interessant, aber keine Ahnung. Ja, da können auch misleading sein, aber ich sag mal nichts. Wahrscheinlich kommt da wieder was zu Uhren aus dem Westerwald. Es kann nämlich auch sein, dass es Ticken ist, weißt du? Ticken wie die Zeit. Ja, oder es geht wieder um Feuerwanzen. Clever ist auf jeden Fall auch random. Also ist eigentlich egal. Also bei einer Kategorie kann ich schon verraten, die sich dabei bei Zahlen bitte geht es nicht um Gastwirt, sondern um Zahlen. Da geht es auch darum, was mehr von Brillenschlangen abfällt. Feuerwanzen. Wenn man Essen reduzieren will, sollte A. vor einem Spiegel essen, B. beim Essen immer einen Hut tragen oder C. während des Essens klassische Musik hören. Ja, wir eigentlich müssen wir unseren Publikumsjoker nehmen, weil das ist ja die letzte Frage. Ich wäre bei A oder bei C. Also B finde ich sehr abstrus. Das glaube ich nicht. Vor allem Spiegelessen kann gute psychologische Effekte haben, du fette Sau. Und während das Essen klassische Musik hören. Klassische Musik ist irgendwie auch Ultraheilmittel des Todes. Ayurvedic. My ass. Wahrscheinlich so, während du so vom Essen bist, so bist du willst fett. Ich kann nicht mehr, ich bin so hässlich, ich höre auf zu essen. Ja, also so krass vielleicht nicht, aber halt, dass man halt sieht, wie viel Portionen man sich schon reingeschaufelt hat oder so. Vor allem, wenn man sich ungesundes Essen reinschaufelt. No. Ja, keine Ahnung, lass halt den Joker nehmen, das ist ja jetzt letzte. Aber ich glaube, wenn ich mir so eine Käsepizza reinschaufel, die sehe ich schon ziemlich geil bei aus. Wie so ein Staubsauger, ey. Du musst drücken, stimmt. Ich habe die Kategorie gewählt, du wählst die Antwort. Also nehmen wir Joker? Jo. Der macht das schon. Wer auch immer sich da jetzt meldet. Er ist fett. Kernkompetenz, fett. Nein, eigentlich genau das Gegenteil, weil der würde es ja nicht wissen. Das ist Lars, der ja. Ach so. Ja, nehmen wir Schnörres, Mann. Nehmen wir den Typ im Anzug, den die schon hatten. Der auch bei uns sitzt. Vorne. Ja, ich mag den auch am meisten. Der hat auch, der sieht gut aus. Und der hat Übergewicht, der wird es doch nicht machen. Ja, er arbeitet aber dran. Ich tendiere eindeutig zu Antwort A. Ja, siehste. Ja, eine Doku. Guter Mann. Ist falsch, weil eigentlich Spiegel-Simulation, also ich kenne das. Ja, A ist richtig. Auf die Lösung. Forscher der University of Central Florida fanden heraus, wenn wir uns selbst beim Verzehr von ungesunder Nahrung sehen, greifen wir lieber zu Obst. Der Grund? Wir bekommen ein schlechtes. Ich kenn's aus der Klinik, dass wir vom Spiegel magersüchtig vom Spiegel essen sollen, weil es gesellschaftssymbolisch ist. Nur, wenn wir selbst das Essen. Ja, es ist eine unterschiedliche Anwendung. Es geht ja hier um fette Leute, die ungesundes Essen essen. Oh.
2000 Euro sind es bei euch inzwischen. Ja, gut, ungesundes Essen schießt gut. Ja, es geht halt darum, die Kunst zu senken oder zu verbessern. Frage. Ah, krass, wie gesagt, dass wirklich ein und dasselbe für beide Zwecke genutzt werden kann. Was hilft gegen Flecken? Ja, Karl, du kannst auch Peitschenhiebe. Karl. Ja, das wird so weit. Ach du Scheiße. Okay, jetzt müssen wir wissen, was macht. Also, Zitrone. Tobi, hast du denn einen Seidenschal? Ja, das ist irgendwo bestimmt. Keine Ahnung. Zitronenlimonade ist ja, ne, Zitrone drin, so. Aber was macht das Lakritz? So. Was macht das Lakritz? Dran? Ich habe keine Ahnung, woraus Lakritz ist. Es schmeckt furchtbar. Schmeckt fast wie Uso. Das Lakritz und Zitronenlimonade auflösen und dann mit dem Lakritz auf die Seidenschale reiben, die Flecken wegmachen. So, das könnte ich mir so denken. Genauso mit den Apfelscheiben, wenn man die Spaghetti-Wasser schwenkt und dann dagegen reibt, dann sind die Flecken auch weg. Und wenn man Salz, Spürgetus gerührt, was macht man da mit dem Zeug drüber kippen oder was? Das macht auch keinen Sinn. Ich kann mir vorstellen, dass Spiritus und Salz das einfach kaputt macht. Also sei das sehr. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie im Spaghetti-Wasser. Bitte? Ja. Weil ich hab mal irgendwie sowas Ähnliches. Und da hieß es mal, man kann Spaghetti-Wasser aufheben, weil man das für irgendeinen anderen Shit benutzen kann, bevor man es wegschüttet. Für irgendeinen Trick. Und das könnte ja das hier sein. Was ich mal gehört habe. Aber warum Apfelscheiben? Ja. Du, ich hab. Also. Wollen wir einfach B nehmen? Ja, Zitrone benutze auf jeden Fall zum Reinigen. Ja, genau. Zitrone ist halt auch einfacher. Also, Zitrone ist ja auch ein Reinigungsmittel teilweise drin. Genau. Spiritus auch. Das löst, aber was hat Salz damit zu tun? Also. Das wär, Spiritus klingt so typisch, ne, ist ja Brennstoff, aber macht das sauber eigentlich? Vor allem auf Stoff, also auf Seide in dem Fall. Ja, genau, ne, aber was macht Seide so besonders an? Es ist ja sehr dicht. Ich hab. Wer macht das? Ja, das ist immer komplett hinrissig, was in dieser Kategorie clever kommt. Wie nah sind Essig und Spiritus? Sehr nicht nah. Das ist. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Weiß komm, nicht, Kacke. Ja, komm, also die fehlen mit 500 Euros. Das ist jetzt auch kein so schlechter Schnitt. Vor allem, ja, die, was sie gleich wetten. Und weißt du, sowas geht eigentlich darum, wer gewinnt. So. Das ist einfach nur halt das zu lernen. Ja, natürlich. Lass doch B nehmen einfach. Okay. Das ist komplett hinrissig, das nehmen wir jetzt. B. Wahrscheinlich ist es wirklich A, aber weil es am einfachsten ist. Oder ein Fleck im empfindlichen Seidenschal. Die Lösung Salz. Spiritus und Salz, ja. Dank des Ethanols löst Spiritus Fette. Salz enthält Dingwasser, Nudelwasser sein können, ja. Und die Rieselhilfe kalt. Es war so simpel, es war einfach, weil Alkohol ist. Farbstoffteilchen der Flecken. Einfach mit lauwarmem Wasser auswaschen, ja, die anderen beiden und der Fleck ist tatsächlich verschwunden. Ich hätte auch A oder C genommen wahrscheinlich. Es bleibt bei 1500 Euro. Spaghetti weiß ich jetzt nicht. Das weiß halt, das war halt, weil ich es mal gehört habe. Für irgendwas kannst du Spaghetti, weil wir nicht noch brauchen. Ach, nach unserer kleinen Raterunde jetzt hier bei einem Tischstand angekommen. Das kippst du mit in die Pfanne, das hast du vielleicht von Hannes gehört. Da habe ich dir die Pfanne, diese Kochpfanne aufgemacht. Wir kommen jetzt zum großen Finale. Wir nennen euch zuerst die Kategorie, dann müsst ihr setzen. Dann kommt die Frage, ihr habt 20 Sekunden Zeit zu antworten. Und dann lösen wir Zeit. Seid ihr bereit fürs große Finale? Abkauf. Oh nein. Biografie. Die heutige Masterfrage 500. Kommt, ist 1000. Biografie. Sitzen wir. Warte. Bitte macht jetzt. Ihr könnt auch schreiben, ne? Also, vielleicht sinnvoller. So, dann schreibt ihr mal kurz auf Discord. Jetzt haben wir Zeit, ne? Ja, genau. Aber schreibt besser, weil das ist ja der Gag jetzt, was ihr wertet. Wir haben jetzt Zeit, Fabi. 20 Sekunden Zeit zum Antworten war gerade die genau, Rede, ne? Ja. Ja, toll, das kann ich natürlich nicht. Ach so, ja. Oh, gib. Also ihr könnt alles, 1500, 1500 oder 1 Euro.
Are you fine with that? Warte, ich guck kurz. Ja. Ja, so. Machen wir so. Okay. Dann kann ich jetzt drücken, ohne dass sie sehen? Ah ja. Ihr habt eure Einsätze getätigt. Dann kommen wir jetzt zur Entscheidung. Hier ist die... Ach du, wir haben nur 20 Sekunden. Wir müssen da schnell was drücken. Nach wem wurde die Meeresstraße zwischen Feuerland und dem südamerikanischen... Feuerland? Ireland? Vasco da Gama. B. Ferdinand Magellan oder C. James... Ich glaube, ich weiß es. 20 Sekunden ab jetzt. Können doch beide tippen, oder? Nee. Ich glaube, ich weiß es. Es ist... Ich drück, soll ich drücken? Ich bin mir nicht sicher. Ja. Von mir aus, wenn du sicher bist. Hast du eine Tendenz vor mir? Kann ja doch falsch sein. Ja, also, ja, ja. Du vergisst bei mir nichts. Du musst drücken. Mach B. Was denn? B. Ich hab keine Ahnung. Ich hätte auch B oder C genommen, auf jeden Fall. Das Team Elton. So, beide Teams haben ihren Tipp abgegeben. Also ich glaube, Magellan ist das, so was Mexiko ist, oder nicht? Das Team Bernhard hat sich entschieden für... Mexiko, nicht Südamerika. Team Elton hat getippt auf... Nee, Antwort theoretisch Nordamerika. Ja, ja, Mittelamerika. Nee. Schauen wir auf die Auflösung. Ja, ist B. Die Magellanstraße verbindet den Atlantik Guck. Und den Pazifik. Deshalb. Magellanstraße ist was anderes. Und Vasco da Gama, nachdem... wurde was auch immer benannt, aber Antwort B zwischen Feuerland und dem südamerikanischen Festland, das ist die Magellanstraße. Doch, also, hä? Er hat am Anfang doch gesagt, dass es Magellan ist. Egal. Das bedeutet, dass ich habe jetzt wegen Schluss, aber ich war mir nicht mehr sicher, man guckt mal auch irgendwas. Guck in den. Ja, hätte ich Magellan nehmen sollen. Egal, ich hab's verkackt. Danke fürs Zuschauen. Alles gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Habe ich jetzt gewonnen? Ja, ihr habt gewonnen, ihr habt 3000 Euro jetzt an die Zuschauer ausgeteilt. Und was krieg ich? Ja, du kriegst gar nichts, es ging nur die Zuschauer was. Guck, 50,85 Euro kriegt ihr die Zuschauer von euch. Ja, guck, wir waren halt einfach besser. Masterfrage. Guck, wenn ich Sören jetzt auch B gedrückt hätten, hättet ihr trotzdem gewonnen, weil ihr mehr Kohle gesetzt habt. Ja, ja, ich habe extra 1000 setzen wollen, weil ihr könnt maximal auf 3000 kommen noch, wenn ihr alles setzt, dann hätten wir unentschieden. Ja. Aber genau. Gut, hätten wir verloren, dann wären wir halt auf 1000 gewesen. Doch, war trotzdem lustig, da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Das war nicht Mexiko, sondern war Chile. Ah ja, würde ich sagen. Ich habe noch nachgeguckt, der Komet, der ist 2060, der Dings, ich habe nachgeguckt. Gut, da habt ihr noch Fun Facts und so. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.